Hallo, hallo, guten Morgen, hallo, ich bin, seht ihr noch das Live-Zeichen? Ich bin traumatisiert, dass die Verbindung bricht oder so. So, heute ist Montag, bei uns ist das Wetter irgendwie nicht so gut, ist schon wieder so trüb. Wir machen heute grün. Ich habe grün an meiner Bluse, grüne Ohrringe. Und zwar heißt die Farbe Sassi oder Sassi. Ich glaube, das heißt sowas wie frech oder so. Hallo, mein Schatz. So, hier habe ich auch noch so grün. Das ist blau. Dieses hier. Sehr hellgrün. Primer habe ich schon drauf gemacht. Wir nehmen auch die Sprüh Foundation. Guck, ob das die richtige Farbe ist. Dann legen wir los. Damit es nicht so lang dauert, an einem Montag. Aber vielleicht kann ich euch ein bisschen aufheitern. So. So. Primer ist jetzt eingewirkt. Ihr wisst ja, im Monatsangebot dürft ihr euch zwei solche Lidschatten aussuchen: eine Mascara, einen Kajalstift oder einen. Hey, Schatz, du bist Top-Fan, steht da. Ein Kajalstift zum Beispiel oder einen Eyeliner, also so ein flüssiger. So. Was aber auch noch toll ist, ich glaube, wenn 14 Euro dazu tust, kriegst du Starterkit, wo alle diese Produkte auch drin sind und noch mehr. So, okay, nehmen wir die Kapuki-Pinsel. Eignet sich sehr gut zum Auftragen. Wenn ihr starke Abdeckung wollt, könnt ihr es euch direkt ins Gesicht sprühen. Wenn sie weniger stark sein soll, dann machen wir es mit dem Pinsel. So mache ich es. Außerdem müsst ihr aufpassen, wenn ihr euch das hinsprüht, kann die Umgebung ein bisschen versaut sein. Sind nämlich so Aerosole. Das muss man ziemlich schnell verteilen, weil das ziemlich schnell trocknet. Soll ja auch so ein Airbrush-Finish geben. Natürlich auch hier die Ränder. Und muss echt sagen, also ganz toll, ganz leicht, keineswegs zugekleistert, sondern leicht. Eine ganz, also schon deckend, aber an der Haut fühlt sich's echt an, wie wenn man kein Make-up drauf hat. So. Rouge. Solange machen wir Augenprimer, weil der Lidschatten, die Farbe kommt dann besser raus und erhält länger. Braucht er echt winzig für beide Augen. Also wirklich ganz wenig. Soll nur wie praktisch die Leinwand glätte, dass die kleinen Fältchen verschwinde, wie auffülle, dass man einen ebenen Untergrund hat. Sehe, da ist nicht richtig. So, jetzt tun wir sehr biege. Rouge machen wir noch. Und zwar Sappel, das ist also nicht rosa, sondern das ist so mehr ins Orangene. Lächeln. So. Jetzt mal diesen Montag etwas farbiger machen. So, jetzt biegen wir die Wimpern. So, bei uns tun die Grille draußen rum. Grillen. Geräusche machen. Ich zähle da immer auf 30 in mir drin. Wer, also 30 Sekunden mache ich das. Heute sind wir da nicht so penibel, dass es nicht so lang dauert und dass ihr nicht so einen Anblick jetzt ertragen müsst. So.
spannend, habe ich also ist fast noch neu. Aber man will ja immer mal was Neues ausprobieren. So. Das ist auch schimmernd. Sieht hell, hellgrün. Mein erster Lidschatten als Teenager war knallblau. Und dann durfte ich mich nicht schminken von meinem Vater aus. Dann haben wir das immer heimlich auf dem Schulweg. Also lässt das Auge schon strahlen. Die Lidschatten sind sehr hoch pigmentiert. Bedeutet, der Verbrauch ist gering. Die Produkte von Unique sind einfach klasse. Die heißen ja nicht umsonst High-End-Kosmetik. Und High-End-Kosmetik ist sowas wie Chanel, Dior, die ganz teure Marke, aber Unique ist zu einem erschwinglichen Preis. So, gucken wir mal. Jetzt sind die noch nicht trocken. Ah, ja, der. So ein Pinsel könnt ihr zum Beispiel auch. Liner Shader Brush heißt der. So, und jetzt möchte ich ja aber eine dunkle Abgrenzung. Gut, man könnte es ja auch so lassen, aber ah, das mit Gullible. Ich mache jetzt diese Banane, so heißt es, mache jetzt nicht bis ganz vor. Die ist nicht so arg möcht. An einem normalen Montag. Seht ihr, bin gar nicht zwischendrin nochmal Farbe auftrage, sondern es reicht ziemlich lang. Jetzt, wo ich sage, muss ich natürlich auftragen. So. Wie so ein V, verkehrt rum, wird aber alles verblendet. Man sollte nicht meinen, dass so grüne Farbe auch bei braunem Auge nicht schlecht aussieht. Auch darauf achte im Alter, dass die Linie nach oben geht. Seht ihr, da geht's. Also mache ich nachher noch mit dem Kajal. So praktisch. So. Und nicht, dass das Geschminkte die Augen noch zusätzlich hängen lässt. So, jetzt, wo ist der Verblendungspinsel? Super Tool. Super Werkzeug. So. Heute mache ich mal ein bisschen mehr Druck. Seht ihr, ihr könnt es so verblenden, dass das. Das ist jetzt richtig hell gegen diese Seite. Hat was Beruhigendes. So Schminkerei. So. Gestern war so schönes Wetter, aber auch immer wieder bewölkt. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt vom See. Der ist ja in Bayern und ich bin ja in Baden-Württemberg. Und heute ist bei uns wieder so bewölkt, obwohl es wärmer werden soll. Seht ihr das auch? Ist Ärger, da war jetzt ein bisschen. Nö, eigentlich ist es gar nicht so. Falschknick in der Optik. Alles grün ist nicht übel. So. Okay, wir machen weiße Kajalstrich auf die Wasserlinie, um das Auge optisch noch mehr zu öffnen. Jetzt wieder.
So, im Kajalstift habe ich einen grünen. Sogar schön angespitzt. Ich halte mich da nicht dran, welche Farbe, Lidschattenfarbe zu welchem Auge am besten passt. Ich nehme das, was mir gefällt. So. Der ist schön angespitzt. Sind super weich, die Kajalstifte von Unique, aber man kann die auch verblenden mit dem Pinsel. Sind echt, also einfach alles tolle Qualität. So. Jetzt machen wir Augenprimer, Wimpernprimer. Also ich stehe total auf den, aber letzt mit einer gesprochen, die hat gesagt, sie macht den nie hin. Findet den nicht gut. Ich bin begeistert, vor allem, weil er die Wimpern nochmal länger macht. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Wir waren am Brombachsee zum Segeln. Habe ich ja gepostet gestern. Schön satt. Die Tusche aber nicht zwischendrin trocknen lassen, sonst verklebt es. So. Und natürlich ganz wichtig, immer einen Wimpernkamm. Habe ich früher auch nicht gemacht, aber jetzt ist mir es echt wichtig, dass ich nicht mit so verklebten Wimpern rumlaufe. So. Ein bisschen trockener. Wo ist der Kamm? Hier ist der Kamm. Und da seht ihr, das sind hier die Borstschiffe. So, einfach mit dem Tuch. Überreibe und schon wird sauber. So. Wir haben jetzt von Unique zweimal im Monat ein Webinar, wo alles so die Hintergründe und so erklärt werden, Verdienstmöglichkeiten. Wenn es euch interessiert, am 9. Juli ist wieder eins, mache ich natürlich noch einen Post dazu. Sehr interessant. So. War auch eine Verlosung, konnten wir tolle Sachen gewinnen. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen trocknen und jetzt machen wir so lange Highlighter. Und ich glaube, wir nehmen diesen hier. Der, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, zu viel. Seht ihr, der ist flüssig und da mache ich dann so Punkte. Direkt auf der Wangenknochen, Nasenwurzel und hier kann man alles super auch mit den Fingern auftragen. Natürlich schön verblende. Das ist nicht zu viel, das ist nicht zu arg ist. Also die Produkte halten auch total lange dadurch, dass man nicht so viel braucht. So, die Kugel, da sind nicht da mit. Wird nachher verblendet noch mit dem Rouge. Hier kann man ein bisschen drauf. So.
erstmal den Glow herstellt. So. So. So, jetzt machen wir die nächste Schicht. 4D-Mascara. Das ist einfach mein Liebling und deswegen zeige ich die halt am liebsten. Weil ich sie einfach auch jeden Tag benutze. So. Zickzackförmig hochrollen. Ich sage es immer wieder, wer sich interessiert für das, was ich mache, das auch machen möchte, von überall arbeite, wo er will, 3 Stunden später bezahlt werde, einfach melden. Schreibt mir einfach. Dieses Auge tue ich nicht so gern, wie da nicht richtig hinkommen. So. Zickzack und dann einfach die Bürste drehe, weil die verschiedene lange Borste hat, damit sich diese Y-förmige Fasern super mit den Wimpern verbinde. Die länger mache. So. Aber immer diese Wimpernschichte trocknen lasse. So. Durchkämme, also so mache ich es und dann mache ich erst die nächste Schicht. Gefällt mir auch so gut, man kann auch Creme, Sache von Unique mit dem Pinsel verblende. Zum Beispiel den Highlighter mache ich jetzt mit diesem Pinsel, sehe ich hier, kann ich hier wunderbar verblenden. Ich hoffe, dass man das sieht. Ich hoffe auch, dass man das in dem Licht gut sieht. So. Halt auch optisch sehr wichtig, weil dann die Augenpartie, wenn das hier oben hell ist, auch angehoben sich anfühlt und dass das Auge einfach größer wirkt, unterm Schlupflid. Also mehr offen oder wie sagt man da, wacher. So. Nächste Schicht. Langsam leer, langsam raushole. Dann habt ihr nämlich nur da. Und die Bürste sieht relativ sauber aus und nicht verklumpt. Aber ich sag's immer dazu, nicht wasserdicht. So. Nehmen wir heute einen röteren Lippenstift, einen Metallic. Solange wie das trocknet, machen wir das jetzt mal. Stylish heißt der. Und sieht so aus, rot Metallic. Oder? Nicht ganz rot.
gut, oder? Einen Montag kann man es mal krachen lassen. Mit roten Lippen. Sehr gut. So. Eine Schicht machen wir noch. Wimperntusche und dann sind wir fertig. So. Ist so traumhaft, echt. Na, das ist mein Fußel. Na, da irgendwie beim Schminke die Wimperntusche irgendwo hinschmiert, gar kein Problem. Lässt sich sehr leicht wieder abwischen, weil sie eben auch nicht wasserfest ist. Könnt ihr auch zum Washi euch abends abschminke, weil die echt leicht runtergeht. Es ist für mich auch ein Zeichen, dass es eben natürliche Sachen sind. So. So. Das war's jetzt schon. Heute nehmen wir aber mal das Setting Puder. Der ist ganz arg super, wenn man fettige Haut hat. Und der ist ganz arg super auch im, ja, im Sommer. Drüber übers Make-up, weil dann schwitzt man nicht so. So. Diesen Pinsel, seht ihr, da ist so ein Sieb drin. Brauchen wir echt nicht viel. Der ist transparent. Ich mache das auch so im Auge. Tut auch das Make-up setten, dass es länger hält. So. So. So, meine Lieben, zuguckt hat nur mein Top-Fan, mein Mann, aber ihr guckt es ja bestimmt im Replay. Huch, vorhin Horgwasche wieder zersaust. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Hier war wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Macht's gut. Tschüss.